Wir sind ja jetzt schon die letzten beiden Wochen mit David, unserem Ausnahmelehrling der Karosseriebautechnik, unterwegs. Und heute in unserer dritten Geschichte sind wir am Flughafen Linz zu Gast. Der Flughafen ist eine sehr spezielle Zone und da werden auch besondere Anforderungen an die Fahrzeuge gestellt. Das hier zum Beispiel, das ist dieses berühmte Follow-Me-Gelb. Und Follow-Me-Gelb kann nicht jeder mischen. Und man sieht hier auch bei dieser speziellen Achskonstruktion, dass hier ganz... Alter. Das ist ein Spezialfahrzeug. Das ist der wahre Geist, oder? Bist du deppert? Darf man das überhaupt sagen im Fernsehen? Oh ja, das darf man, wenn man sowas sieht. Der Panther vom Rosenbauer. Ich habe sowas in Natura noch nie gesehen. Was ist denn das jetzt eigentlich für eine Bauweise? Also es ist ein LKW und so wie die meisten oder fast alle LKW ist das auf einem Rahmen aufgebaut. Aha. So wie in Zersteier 12, halt nochmal größer. Ja. Und wenn man da reinschaut, da sehen wir ja wirklich den massiven Rahmen, auf den alles aufgebaut ist. Und das Fahrwerk sieht man ja super inne. Verbindungskadern, zwei riesige Differentiale. Das hat Dimensionen, oder? Das hat Dimensionen. Und ja, er hat ja drei Achsen und ist somit ein 6x6. Und hast du gesehen, auf jeden Punkt sein Lichter. Also mit dem Fahrzeug, glaube ich, kannst du die Nacht zum Tag machen. Und der Grund, dass du so grinst, ist, dass er das schon taugt, oder? Auf jeden Fall. Es ist schon dramatisch, oder? Also die Radeln, die gingen da eigentlich fast bis zum Kinn. Ich meine, lackiertechnisch ist das relativ übersichtlich. Also das Design, das geklebt. Ja, es sind Reflektoren. Rot lackiert, aber das Graue, das ist auch geklebt. Siehst du mit einem Blick. Na gut, du bist ja auch der Fachmann. Also was haben wir dazu? Was ist jetzt los? Grüß Gott. Einmal eine Seniorenkarte, die dich brauchen, und eine Lehrlingsermäßigung. Komm, steigt's ein. Das ist übrigens der Franz Mittermeier, Testfahrer bei der Firma Rosenbauer. Er bildet alle Pantherfahrer auf der Welt aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Was du wissen willst, fragst du ihn und ich halte mich fest. Auf geht's. One, two, Middlesbrough. Durch die Breite kann man Slalom fahren, wie die Skifahrer, ohne dass da irgendwas Großartiges passiert. Ich finde das schon sehr großartig. Ja, aber es geht noch. So, da kann man hinten schon gehen. Ein bisschen, aber wir sind noch im grünen Bereich. Der hat 700 PS und 16 Liter Hubraum. Da kann man eh noch mal auf den Zahn fühlen. Ja. Da ist Schnee, da könnte man dann einmal in den Schnee auffahren. War das ein Drogenangebot oder war das ernst gemeint? Ernst gemeint. Ja. Dann machen wir das. Das ist ein bisschen Schneeflug. Und während fahren kann man auch spritzen, oder wie? Ja, während fahren auch spritzen, ja. Schalt mal die Pumpe ein. Und jetzt drück ich mal drauf. Wie viel kannst du Wasser mitnehmen? 12.500 Liter Wasser, 1.500 Schaum und 250 Kilo Pulver. Höchstgeschwindigkeit ist 120 km/h. Beschleunigung von 0 auf 80 mit 36 Tonnen in ca. 30 Sekunden. 36 Tonnen? 36 Tonnen ist schon schwer. Ganz ordentlich. Ja. Da schau her, wenn das nicht der Herr Babinski, der Bundesinnungsmeister der Karosseriebauer, ist. Das ist ja wirklich der Babinski. Ich habe schon einen Augenblick gedacht, wir haben dich überfahren. Aber nein, er ist am Leben und jetzt stellt sich die Frage, was machst du da bitte ganz allein auf dem Flugfeld vom Linzer Flughafen? Naja, die Karosseriebauer reparieren ja nicht nur Autos, sondern sie bauen ja auch wunderschöne Fahrzeuge und Karosserien. Und das erfüllt mich mit Stolz. Und ich nutze jede Gelegenheit, mir das live anzuschauen. Wolltest du den Ferrari unter den Löschfahrzeugen sehen? Ne? Er ist ja auch schon rot. Und was ist, wenn ich den Knopf da drücke? Mach einfach.